Deutsche Belegschaften werden immer älter. Doch viele Unternehmen sind darauf nicht vorbereitet. In unserem Podcast Tech Talk Smart Leadership fragen wir, was die Betriebe tun können, um in Zeiten des demografischen Wandels erfolgreich zu bleiben. Herzlich willkommen bei Tech Talk Smart Leadership, dem gemeinsamen Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Wir beschäftigen uns mit Management und Führungsthemen. Heute geht es um Umgang mit älteren Mitarbeitern. Wenn das Durchschnittsalter in den Betrieben steigt, steigen auch die Anforderungen an die Führungskräfte und Personaler. Die bisherigen Anreizsysteme wie mehr Gehalt, steilere Karrieren oder ausgefallene Benefits, die erreichen die älteren Mitarbeiter oft nicht mehr. Es braucht andere Mittel und Wege, um Leistungsträger, ältere Leistungsträger bei Laune zu halten. Welche das sind, darüber wollen wir reden. Mein Name ist Klaus Voigt, ich bin promovierter Jurist und Ex-Banker. Mittlerweile bin ich als Coach und Berater aktiv. Meine Gäste sind Heinrich Faske, ehemaliger Chefredakteur von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online und Professor Georg Kraus, CEO von Kraus & Partner. Neben seiner Beratertätigkeit lehrt Professor Kraus an der Clausthal University of Technology. Kraus & Partner berät seit über 35 Jahren Unternehmen. Der Schwerpunkt dabei liegt auf dem Thema Change Management. Georg, schön, dass du dabei bist. Zu Beginn eine Frage zu deiner Erfahrung. Welche Rolle spielen der demografische Wandel und der Umgang mit älteren Mitarbeitern in deiner Beraterpraxis? Ist da klassisches Change Management gefragt? Ja, erstmal danke für die Einladung, Klaus. Das Thema ist sehr spannend, weil es eine kognitive Dissonanz ist zwischen dem, was so immer wieder propagiert wird mit dem demografischen Wandel und eigentlich eine Realität, die ich erlebe. Ich muss sagen, ich erlebe aktuell in fast keiner Firma eine starke Fokussierung auf das Halten von älteren Mitarbeitern. Also es wird immer so gesagt, aber wenigstens die Unternehmen, die ich begleite, da redet man eher über Vorruhestandsregelungen oder Programme, wie man zur Rente oder eher früher ältere Menschen dann in den Ruhestand schickt. Also das heißt, demografischer Wandel eher als eine günstige Gelegenheit, die Belegschaft zu verjüngen? Nee, es gibt keine direkte Verbindung, weil viele beklagen wirklich den Fachkräftemangel und haben auch Schwierigkeiten. Aber es gibt nicht eine Verbindung automatisch, dass es dann heißt, wir müssen die Älteren halten. Ist es denn so, Georg, dass die Unternehmen vermuten, dass die Älteren weniger leistungsfähig sind oder vielleicht auch weniger engagiert als die Jüngeren? Und gibt es dafür auch so belastbare Daten, dass das tatsächlich so ist? Wie siehst du das? Ja, wir müssen ehrlich sein. Ich bin ja selber, ich werde nächstes Jahr 60. Ich gehöre jetzt auch langsam zu der Generation von Menschen, wo man eigentlich in die Kategorie schon reinzählt. Man fühlt sich zwar nicht so, aber dieser alte Witz, es ist verrückt, dass mein Geburtsjahr das gleiche ist wie die von alten Leuten. Das trifft dann auch bei mir langsam zu. Und es ist, wenn ich so um mich schaue, ist es schon so, dass die Anzahl der Krankheitstage statistisch auch mit dem Älterwerden steigt. Und es ist schon so, dass die Lernfähigkeit, nicht unbedingt die Lernbereitschaft, aber die Lernfähigkeit im Alter nachlässt. Also wir wollen das alle zwar nicht so wahrhaben, es ist so. Und es ist auch schon so, dass die Belastbarkeit bei vielen Menschen im Alter nachlässt. Also ich weiß, mit
Mit 20 konnte ich 2 Tage die Nacht durchmachen und war am dritten Tag immer noch fit. Ah ja, wenn ich das jetzt mache, dann brauche ich erstmal eine Woche Erholung davon. Also die Belastbarkeit sinkt halt einfach. Ja. Und dann haben wir so eine spannende Entwicklung, die ist halt, ich weiß auch gar nicht, wie wir wirklich damit als Gesellschaft umgehen sollen, aber die Gehaltsentwicklung und die Löhne steigen halt mit Betriebszugehörigkeit, mit Alter. Und nicht immer steigt dann auch die Leistungsfähigkeit proportional im Alter an. Und wir haben halt so einen Peak Erfahrung zu Leistungs- und Belastungsfähigkeit, die liegt halt dann so in den 40ern bis vielleicht Anfang der 50ern. Dann gibt es vielleicht noch eine Grenzentwicklung der Fähigkeiten, aber dann sinkt langsam auch die Belastbarkeit. Aber die Gehälter steigen trotzdem weiter. Und dann gibt es auch so einen Break-Even-Punkt für die Unternehmen, wo man dann überlegt, wie das Verhältnis ist zwischen Input und Output, also Bezahlung und Output. Und das wird nie so offen angesprochen, aber das spielt auch so mit eine Rolle. Du hast ja eben kurz anklingen lassen, das Wort Erfahrung. Ich meine, man zahlt ja auch für die Erfahrung von älteren Mitarbeitern, die vielleicht schon 20, 30 Jahre auf dem Buckel haben. Das ist ja Wissen, was ich mir so schnell nicht wieder reinholen kann ins Unternehmen. Das ist ja auch etwas wert. Wird das gar nicht berücksichtigt in dieser Kalkulation? Ja, war so, ist auch noch in vielen Fällen so, ist aber immer weniger. Wenn wir mal die Zyklen der Wissensveränderung uns anschauen, dann ist es halt so, dass in vielen, vielen Branchen ein Wissen, das man sich mal vor 20 Jahren angeeignet hat, fast schon wertlos ist. Wie sieht es denn aus deiner Sicht mit den Unternehmen aus? Beschäftigen die sich damit, zu sagen, wie begleite ich meine Mitarbeitenden über die nächsten Jahre, die sie noch im Unternehmen verbleiben? Ist es lohnend oder? Geschieht eigentlich fast nie. Okay. Also das sind Ausnahmefälle, wo ich sowas erlebe. Übrigens, eine Organisation, die das sehr stark macht, ist die Bundeswehr. Okay. Also wenn du zum Beispiel Zeitsoldat bist und du bist auf 12 Jahre bei der Bundeswehr, hast dich verpflichtet und du wirst nicht Berufssoldat danach, dann haben die sehr intensive Programme zur Neuorientierung nach der Phase der Bundeswehr, also um quasi wieder marktfähig zu werden. Das ist eigentlich sehr spannend. Ansonsten erlebe ich ganz wenige Unternehmen, die sich mit so einem Ausphasen, wenn man so will, wirklich beschäftigen. Und ich finde das übrigens eine gesellschaftliche Frage, die ich für mich auch immer noch nicht gelöst habe. Weil, also ich kann ja nur von mir selber sprechen. Wenn du mich so mit Mitte 40 angesprochen hättest, dann war so mein Ziel mit Mitte 50, Ende 50, ja, Villa in Südfrankreich mit einem Glas Orangensaft und irgendwie die Seele baumeln lassen. Je älter ich werde, desto mehr habe ich logischerweise Menschen um mich herum, die schon in Ruhestand gegangen sind. Und ich muss euch sagen, von 10 Fällen sind 9 abschreckend. Aber wirklich abschreckend. Wie meinst du das? Also was ist abschreckend? Wissen die nichts mit sich anzufangen außerhalb der Arbeitszeit? Oder? Ja, vordergründig schon. Also kaufst einen Wohnwagen, fährst durch Europa oder baust den Garten um, baust nochmal, also so. Das ist ja nicht so, dass die Leute jetzt nur in Pyjama zu Hause sitzen und warten, bis der Tag, solche gibt es auch, aber das ist eher die Ausnahme. Aber was mir auffällt, ist ein man möchte es gar nicht so aussprechen, aber ein geistiger Verfall. Und ich habe mir jetzt seit einigen Jahren überlegt, woran liegt das, was ist das dann? Und ich habe mir eine eigene Schlussfolgerung daraus gemacht. Ich denke, die Arbeit führt dazu, dass man
jenseits der eigenen Komfortzone immer wieder herausgefordert wird. Man muss, ob man will oder nicht, sich anderen Menschen, anderen sozialen Gruppen stellen und kann nicht immer nur so, wie man will, sondern ist immer in einem Aushandlungsprozess, was geht noch und was geht nicht. In dem Moment, wo man aufhört zu arbeiten, fällt dieser Aushandlungsprozess weg. Und die Chance oder das Risiko, besser gesagt als die Chance, das Risiko, dass man es sich in seiner Gedankenwelt zurecht macht und dann irgendwann mal in seiner eigenen Lebensrealität, in seiner Lebensblase sozusagen sich reinschleicht, unbemerkt. Und nach 3, 4 Jahren, nach 5 Jahren zu den Fällen wird, die wir alle kennen, wo man dann irgendwie so verkauzter wird und irgendwie eine bestimmte Meinung hat und nicht unglücklich ist in dieser Rolle, aber irgendwie, das wäre nicht etwas, was erstrebenswert ist. Und ich glaube, und das ist so auch etwas, was mich immer mehr beschäftigt, ich glaube, der Mensch ist für Ruhestand nicht geschaffen. Ich glaube, das ist ein Konzept, das wir aus der Zeit der Industrialisierung mitgenommen haben, wo die Menschen körperlich dann am Ende waren, ja, und dann mussten sie in den Ruhestand gehen. Aber diese Fälle sind immer weniger. Dieses Verbrauchen von Menschen in der Arbeitszeit, um sie dann quasi auf die paar Jahre dann nochmal bis zum Sterben dann zu versorgen, das haben wir ja nicht mehr. Menschen leben auch länger und haben eine immer längere Zeit der Nicht-Arbeit sozusagen. Und ich glaube, das tut dem Menschen an sich nicht gut. Das ist faktisch eine Fehlentwicklung der Gesellschaft. Georg, vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir erwischen dich hier in dem Podcast unterwegs. Deshalb bist du manchmal nicht so ganz deutlich zu hören. Aber ich hoffe, Sie verstehen sich alle gut. Also vielleicht okay. Nochmal zu einem Punkt zurück, weil du hast es gerade so beschrieben, als wenn es mit dem Eintritt in die Rente so einen Leistungsabfall gibt, der dadurch entsteht, dass man nicht mehr wirklich gefordert wird. Jetzt haben wir aber gleichzeitig auch die Situation, dass in ganz vielen Unternehmen man sich von den älteren Mitarbeitern ganz gerne schon trennt. Hoffentlich setzt dann doch der Leistungsabfall schon früher ein, oder? Ja, das ist ja, wie schon gesagt, wir haben so unseren Peak mit Mitte 40. Wir haben aber keine Modelle, wie wir ehrlich gesagt Vergütungs- und Arbeitszeitmodelle wirklich in die Praxis umsetzen, wo Menschen dann in dieser dritten Hälfte ihres Arbeitslebens wie man sie integriert und wie man damit umgeht. Weil es kann ja nicht immer nur nach oben gehen. Es kann ja nicht immer nur, ich werde Chef und Chefer und Chef. Ja, und wie geht man damit um, dass die Menschen sich nicht erniedrigt fühlen, weil sie jetzt nicht mehr dann Primus in der Pares sind und trotzdem noch eine wertvolle Rolle in der Organisation spielen? Da gibt es wenig Modelle, wie man damit umgehen soll. Ja. Georg, was du erwähnt hast mit dem abschreckend, wenn du Leute triffst, die jetzt in Ruhestand sind seit ein paar Jahren, es ist auch meine Erfahrung, dass viele sagen, naja, nicht arbeiten kann jeder. Das heißt, man stolpert so in diesen Ruhestand rein. Wir bereiten uns zwar sehr lange auf unsere berufliche Phase vor, aber praktisch gar nicht auf den Ruhestand, obwohl der ja fast genauso oder hopefully genauso lange dauern kann wie die aktive Phase. Ja. Und also so meine Erfahrung damit ist, dass es eben sehr wichtig ist, sich schon frühzeitig damit zu beschäftigen, ja, und vor allen Dingen sich ein klares Bild darüber zu verschaffen, wie kann es denn nachher weitergehen. Weil viele tatsächlich in den Unternehmen ausharren aus Angst vor dem Danach und weniger aus Lust an der Arbeit. Ja. Und dieses, also ich habe, wenn ich jetzt mal, ich sage immer, es ist wichtig, ein dreidimensionales Bild zu haben von meiner nächsten Lebensphase. Ja? Dreidimensional heißt, wenn ich jetzt mal den Ruhestand platt als Rente bezeichne. Ja? Wir sprechen viel über die Höhe der Rente, also den finanziellen Aspekt, kann ich mir das leisten?
Dann über das Thema Länge der Rente schon weniger. Also wie viele gute Jahre habe ich dann eigentlich noch? Und über das Thema Tiefe der Rente wird überhaupt nicht gesprochen. Und das ist genau der Punkt, den du auch angesprochen hast. Was meinst du mit Tiefe der Rente? Das heißt, welches Entwicklungspotenzial steckt für mich in dieser Phase drin? Ja, und es kann ja nochmal ein richtiger Lebenshöhepunkt werden. Aber nicht, indem ich das zum Dauerurlaub mache. Das haut nicht hin. Und meine Erfahrung ist auch, dass wenn Leute sich darüber tatsächlich schon ein Bild verschafft haben und auch diesen positiven Blick auf das bisherige Lebens oder die Arbeitszeit haben, dass die tatsächlich deutlich motiviert und offen die letzten Jahre gestalten in ihrer beruflichen Tätigkeit. Das heißt, für Unternehmen sitzt dann eben keiner rum, der sagt, boah, wie halte ich das noch durch, sondern die sind dann auch durchaus kooperativ, um das dann auch für die Jüngeren entsprechend mitzugestalten. Das hat sich auch bei Georg anders angehört, oder? Ich glaube nicht, dass sich die Unternehmen gerade Gedanken darüber machen, wie sie ihre älteren Belegschaften smooth in den Ruhestand befördern. Also ich würde es nochmal eine Ebene höher setzen. Mein Credo ist, arbeite bis zum letzten Herzschlag. Die Idee der Rente ist eine Fehlentwicklung. Mhm. Georg, welche Möglichkeit? Ja, jetzt bist du CEO, selbstständig, du kannst entscheiden, wann du tatsächlich mit dem Arbeiten aufhörst. Welche Möglichkeit siehst du für Angestellte oder für Unternehmen, mit den Angestellten zusammen dann ein Konzept zu entwickeln und genau diesen Bedarf nach raus aus der Komfortzone und immer wieder auch in die Lernzone zu gehen, dem nachzukommen? Naja, also der Gesetzgeber hat ja hier schon Dinge verändert, indem du jetzt quasi zur Rente zusätzliches Einkommen erzielen darfst, ohne dass es einen Abzug gibt. Ja, und es geht in die Richtung. Das heißt, wir müssen als Gesellschaft auch eine Antwort finden auf eine Balance zwischen Arbeitslebenszeit und Nicht-Arbeitslebenszeit, was eigentlich in einem Missverhältnis ist in der Zwischenzeit und auch nicht gesund ist. Und deswegen arbeite bis zum letzten Herzschlag. Die Dosis macht das Gift im Alter. Mit 30 kannst du deine 40, 50 Stunden gut wegdrücken, überhaupt kein Problem. Mit 70 sind es dann halt vielleicht nur noch 5 Stunden die Woche. Aber diese 5 Stunden sind dann trotzdem wichtig. Mhm. Und wegzugehen von dieser Idee 67 und tschüss oder 64 und tschüss oder 63 und tschüss, sondern nö, wir hätten dich gerne für immer. Aber arbeite bitte auch dran an deinem Marktwert. Schau, wie du dir eine Spezialisierung, eine Kompetenz rausarbeitest und lass uns dich behalten bis zum letzten Tag. Wir müssen dann reden, ob dein Gehalt noch adäquat ist zu deiner Leistung. Und dann kann es sein, dass es sogar eine Herunterstufung gibt, dass du halt nicht mehr einen Stundensatz von X, sondern nur noch einen Stundensatz von Y bekommst. Das heißt aber auch ein Umdenken, auch bei Arbeitnehmern, dass man schauen muss, wie viel bin ich denn wirklich noch wert in meiner aktuellen Lebensphase. Mhm. Aber wenn man so Gesellschaft und Arbeit denkt, ich weiß, ein bisschen vielleicht revolutionär, was ich jetzt sage, aber zu sagen, lass uns die Rente eher als, wenn überhaupt, dann als Stichpunkt über die Anzahl, über die Intensität definieren und den Wert, den du dann bringst, aber nicht als ein Übergang in ein komplett anderes Lebensmodell. Und das Dilemma ist, es ist wie Honig, das klingt so süß, das klingt so zuckersüß. Ja, ich muss nicht mehr der Belastung, ja, ich muss nicht mehr mit diesem blöden Chef oder mit diesem blöden Kollegen, ich muss nicht jeden Morgen aufstehen und ich kann endlich das machen, was ich ein Leben lang machen wollte. Diese Versuchung ist so groß und wir wissen, zu viel Süßes ist nicht gut für den Körper. Aber jetzt ist es ja so, alle Firmen digitalisieren und wir wissen, welche Probleme ältere Mitarbeiter mit neuen Technologien haben. Ja?
und immer mehr Jobs sind betroffen von der Digitalisierung und das Thema KI fängt gerade erst so richtig an. Da frage ich mich natürlich schon, ob das nicht ein bisschen sehr utopisch ist, zu sagen, Menschen können ihr Leben lang arbeiten, wenn, sagen wir mal, mehr als 50% der Arbeitsplätze in irgendeiner Form von Digitalisierung abhängen und ältere Mitarbeitende gar nicht mehr in der Lage sind, diesem Thema darauf angemessen zu reagieren beziehungsweise sich entsprechend weiterzuentwickeln. Ich meine, schauen wir uns mal um in unserem Bekanntenkreis, insbesondere bei den älteren Leuten, wie schwer die sich tun, mit digitalen Technologien schnell fertig zu werden und sich den Entwicklungen schnell anzupassen. Ich glaube, das ist schon ein großes Problem, oder? Genau, dann bist du halt am Ende, jetzt übertreibe ich mal mit dem extremen Beispiel, in Amerika stehst du dann im Supermarkt an der Kasse und packst dann die Lebensmittel für die Leute ein. Wenn dein intellektuelles Niveau niedriger wird, dann wirst du quasi etwas anderes tun, dann auch in der Zeit. Aber das wäre ja auch ein Teil des Umdenkens. Das heißt, was kann ich noch? Und so, bin ich in der Lage, habe ich noch eine gewisse kognitive Fähigkeit, um in einem kognitiven Job dann etwas zu bringen? Oder baut die ab und ich muss dann quasi auf einer anderen Ebene noch einen Mehrwert bringen. Aber da kommen wir ja zu so einem Kernproblem und das ist die Selbstwahrnehmung. Viele Leute merken ja gar nicht, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind wie früher und wollen das auch nicht wahrhaben. Und dann kommen so Schutzargumente wie, wir haben das immer schon so gemacht und es hat sich ja bewährt, sonst hätten wir es ja nicht immer so gemacht, also lass uns das doch weiter so machen. Das ist doch dann, das steht doch im Wege dieser ganzen Entwicklung, oder? Hier sind zwei Ebenen, die du ansprichst. Das eine ist der Bestandsschutz. Das heißt, ich habe immer so viel verdient, jetzt soll ich nur noch die Hälfte verdienen. Mache ich nicht mit, ich bin viel mehr wert. Also auch so wirklich das rein Finanzielle oder Wirtschaftliche, was dahinter steckt. Auch quasi soziale Errungenschaften mit Tarifverträgen und so weiter, die ja dann quasi auch nochmal eine ganz andere Dimension dann mit reinbringen. Und auf der anderen Seite der Selbstbetrug, der ja eine sehr wertvolle menschliche Fähigkeit ist. Selbstbetrug schützt vor Depression. Ja. Also es ist ja nicht falsch, dass man sich auch manchmal selbst schützt vor einer Realität, die wehtun würde. Aber wenn es halt zu viel Selbstbetrug gibt, dann fängt man an, sich in seiner Bubble einzuschließen und in seiner eigenen Welt zu leben. So, und deswegen ist die Arbeit auch so wichtig, weil die Arbeit würde einen immer wieder zwingen, die eigene Wahrnehmung und den eigenen Wert mit dem Markt abgleichen zu müssen. Hast du dich damit mal beschäftigt oder habt ihr euch damit mal beschäftigt, was diese sozialen Aspekte alternder Belegschaften angeht? Also spielen die Generationen gut zusammen? Was ist wichtig, damit die Generationen gut zusammenspielen in einer alternden Belegschaft? Also ich könnte mir denken, ich habe eben das Beispiel so von wegen sich nicht verändern wollen. Das haben wir immer schon so gemacht, als Beispiel genommen. Alles schon mal gesehen haben, alles irgendwie schon mal da gewesen. Das kann natürlich dann auch junge Mitarbeitende richtig nerven. Was ist da so deine Erfahrung und was kann ein Unternehmen tun, um dem vorzubeugen aus deiner Sicht? Also ich finde es schade, immer diese Zuschreibung der Veränderung, des Veränderungswiderstands auf das Alter zu projizieren. Ich kann dir sagen, ich kenne 25-Jährige, die komplett gefestigt sind und überhaupt gar keine Bereitschaft zur Veränderung haben. Sind zwei Elemente, die man hier besonders hervorheben kann. Element 1 ist Persönlichkeitsprofil. Also bin ich ein Mensch, der vom Persönlichkeitstyp neugierig ist? Dann werde ich mein Leben lang neugierig bleiben und mich immer mit neuen Dingen beschäftigen, weil ich halt so bin. Bin ich ein Mensch, der quasi Stabilität eher sucht und einen klaren Rahmen sucht, dann werde ich schon mit 25 quasi mein Reihenendhaus quasi mir anschaffen und mein Leben vorstrukturieren und Panik bekommen, wenn auch nur irgendetwas sich ändert. Also das ist weniger, ich würde sagen, weniger ein Altersthema, eher ein Persönlichkeitsprofilthema. Und klar gibt es Branchen, wo man mehr von dem einen oder dem anderen Typ hat. Also wenn man in eine Behörde geht, wird man tendenziell eher Menschen haben, die ein Stabilitätspersönlichkeitsprofil haben. Geht man in ein Startup, wird man eher Menschen haben, die Veränderungslust und Neugier haben. Also so, das spielt dann mit eine Rolle. Je größer eine Organisation ist, desto mehr zieht diese auch Menschen an, die Stabilität eher suchen und nicht Neugier und Veränderung suchen. Georg, du hast
gesagt, für dich ist es eine gesellschaftliche Fehlentwicklung und aus deiner Sicht arbeiten bis zum letzten Herzschlag. Ist es denn jetzt aus deiner Sicht die Verantwortung des Einzelnen, mit dieser Lebensphase umzugehen? Oder gibt es da auch eine Verantwortung der Unternehmen, dass wir das mit zusammengestaltet, auch mit dem positiven Nebeneffekt vielleicht für Unternehmen, dass sie tatsächlich über diese, ich sage jetzt mal, kritische Phase, wenn tatsächlich die Arbeitsleistung nachlässt, auch die Energie nicht mehr so da ist, dass man da nach wie vor produktiv miteinander umgehen kann und eine Win-Win-Situation entsteht. So müsste es eigentlich sein und faktisch müsste es ein gesellschaftlicher Wandel sein, der das Ziehen und Schieben von beiden Seiten fördert. Also der Versuchung des Menschen, dem zuckersüßen Honig nachzugeben, nämlich ein schönes Leben zu haben, was ihm vordergründig hilft, aber mittelfristig eher schaden wird. Und den Unternehmen, die dem Konflikt Menschen anders zu bewerten und ihnen auch eventuell ein Feedback zu geben, was sie nicht so bereit sind zu hören, dann auch sie zu bitten, das zu tun. Und dieses Ziehen und Drücken kann zu einem neuen Kontrakt führen. Der muss aber auch gesellschaftlich akzeptiert sein, weil sonst wird sich der Mensch eher als Verlierer fühlen des Systems und wird dann eher flüchten in die nächste Lebensphase, als sich der zu stellen. Ja. Du hast vorhin schon mal so angedeutet, wann das Peak ist bei der Leistungsfähigkeit. Was wäre aus deiner Sicht ein gutes Alter, um als Unternehmen auf einen Mitarbeiter zuzugehen und sagen, lass uns mal überlegen, wie wir die nächsten x Jahre miteinander gestalten? Jedes Jahr. Jedes Jahr, okay. Mit 20 angefangen. Okay. Also ich höre daraus, dass du glaubst, dass man zum Beispiel mal über die Zielvereinbarung in Unternehmen nachdenken könnte und mal ein bisschen längerfristige Planung mit einbauen könnte. Zielvereinbarung hat immer so dieses, wir besetzen uns dieses Ziel und das müssen wir dann erreichen. Ich finde, es braucht jedes Jahr eine Art ehrliches Mitarbeitergespräch, wo man jenseits auch von Karriere und Geld und sonst was, wo man in ein Gespräch kommt, wo stehst du gerade, was beschäftigt dich, was ist dir wichtig, wo hast du deine Energie, was sind deine Ziele und Wünsche, was sind aber auch unsere Erwartungen und wie passt das zusammen? Das sind die Herausforderungen, denen man sich als Unternehmen stellen sollte. Und viel zu oft erlebe ich, und das kann man dann auch als Versäumnis des Unternehmens sehen, dass man Menschen jahrelang, ich sag's mal, verwildern lässt, wäre für mich der richtige Begriff. Das heißt, sie nicht eigentlich mit den Erwartungen des Umfelds konfrontiert. Und dann gibt's ein Dilemma. So ein bisschen ist es wie in der Ehe. Ja? Wenn man sich in der Ehe gehen lässt als Partner, und somit nicht mehr attraktiv ist für den Partner, braucht man sich nicht irgendwann mal zu wundern, wenn dann ein Ereignis passiert und der Partner sich dann trennt. Das ist ein inkrementeller Prozess. Jeder muss seine Attraktivität behalten. In der Ehe genauso wie im Unternehmen. Bleib attraktiv. Georg, das Bild, finde ich, ist ein schöner Schlusspunkt für unseren Austausch. Eine lebenslange Partnerschaft zwischen Unternehmen und dem Mitarbeiter. Und man kann nicht früh genug mit der Vorbereitung auf den Ruhestand beginnen, eigentlich schon mit Eintritt ins Unternehmen. Und ich glaube auch, dass darin viel Potenzial für beide Seiten steckt. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Professor Georg Kraus von Kraus und Partner. Und wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Und wir hoffen, dass Ihnen der Podcast Tech Talk Smart Leadership gefallen hat. Wenn Sie uns Feedback geben oder Anregungen geben wollen,
dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast@idg.de. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Danke und wir hören uns.